Heute ist der 24.03.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute ist so ein bisschen Tag der Kartoffel. Denn am 24.03.1756 gab es den Kartoffelbefehl. Und der Kartoffelbefehl von Friedrich II., der befahl allen preußischen Beamten am 24. März 1756 sämtlichen Untertanen den Kartoffelanbau begreiflich zu machen. Da heißt es, ihr habt denen Herrschaften und Untertanen den Nutzen von Anpflanzung des Erdgewächses begreiflich zu machen und denselben anzuraten, dass sie noch dieses Frühjahr die Pflanzung der Kartoffel als einer sehr nahrhaften Speise unternehmen. Wo nur ein leerer Platz zu finden ist, soll die Kartoffel angebaut werden, da diese Frucht nicht allein sehr nützlich zu gebrauchen, sondern auch dergestalt ergiebig ist, dass die darauf verwendete Mühe sehr gut belohnt wird. Tja, so war das. Als die Kartoffel nämlich nach Deutschland kam, war sie wegen ihrer schönen Blüten meistens nur irgendwie in Gärten zu sehen und nicht in Kochtöpfen. Und jetzt haben wir den Kartoffelsalat. Und weil das aber nicht nur bei der Kartoffel so ist, mache ich mir nachher einen schönen Rhododendron-Salat. Die finde ich nämlich schön. Und am 24.03.1900 wird die letzte wildlebende Wandertaube von einem 14-jährigen Farmersjungen vom Himmel geschossen. 14 Jahre später stirbt auch noch Martha, die letzte in Gefangenschaft lebende Wandertaube. Und was sagen die anderen Tauben dazu? Drauf geschissen. So, erste Anzeige. Denn heute haben zwei großartige Musiker Geburtstag. Nina und... Nee, ein großartiger Musiker hat heute Geburtstag. Gregor Salminkeit. Und für den Mann mit der größten Gitarrensammlung der Welt jetzt ein Ständchen. G-G-A-G-C-B, G-G-A-G-D-C, G-G-E-E-C-C-B-A, F-F-F-E-C-D-C. Ja, hallo. Ich trinke ja noch nicht, Gregor. So, nächste Anzeige. Amelie hat ausgemistet. Es hat sich ausgekuschelt. Kuschelrock 7 mit Hammer-Songs. Hier. Da ist drauf. Take that back for good. Guns N' Roses, November Rain, Michael Jackson, Heal the World. Insgesamt 35 Songs für den schlappen Preis von 5 Euro. Na, wer will? Kuschelrock 7, gleich bei mir 5 Euro. Nächste Anzeige, Wellensittiche preiswert abzugeben. In allen Farben, gelb, gelb-grün, blau-weiß, weiß-grau, grün und grau. Gut, das sind zwar noch lange nicht alle Farben, aber in Hello Kitty Pink gibt es die ja Gott sei Dank noch nicht. Pro Sittich 15 Euro bei Interesse melden bei Patch 22. So. Momentchen. Oh la la. Wir haben eine neue Baguetterie und Creperie in die Viertel. Und zwar dieses French Connection. Neussere Straße 2. Die sind offen ab übermorgen, ab Samstag, den 26.03. ab 12 Uhr. Oh la la, mon Dieu. Wer schon vor einmal probieren möchte, kann das Freitagabend ab 17 Uhr tun. Wir haben im Angebot hier French Connection, haben ganz viele tolle verschiedene Baguettes mit Thunfisch, mit Hawaii, mit Hamburger, mit vegetarisch, mit allem. Gibt es in groß und gibt es in klein. Das Brot ist ohne Konservierungsstoff und backen sie selber da. Oh la la, mon Dieu. Für 5 Euro gibt es kleines Baguette und Getränk. Hingehen, neu. So, Schnurrbart ab. So, und am nächsten Dienstag, also am 29.03., gibt es keinen Ausruf, da ich den ganzen Tag bei Schmidt Foxy Food bin. Da ist nämlich Heinz bei Schmidt, also der unglaubliche Heinz, nicht das Ketchup. Auch dabei Ramona Schuhkraft, Henning Schmidtke, Sven Hieronymus und ich. Da wird bei Schmidt Foxy Food lustig gegessen, gedreht und gelacht. Wer Lust hat, kann einfach hinkommen. Schmidt Foxy Food, Friesenstraße 72, ihr kennt das, der Laden, der der Wurst die Mühle zurückgibt. Dafür ist aber am Samstag andersrum, Flohmarkt bei mir zu Hause.
am 2. April, Samstag, Flohmarkt bei Patch 22, Schillingstraße 22. Mit mir und ganz vielen Sachen zum Stöbern und kaufen. Wir haben ja jede Menge Sachen, die hier noch weg müssen. So, zum Schluss gibt es immer noch einen Tipp von meiner Oma. Heute für alle Schluckspechte, die gerne Bowle trinken. Damit sich der Alkohol nicht so schnell verflüchtigt, muss man Bowle mit kalten Getränken anrichten. Aha! Aber auch andersrum, wenn man die Erdbeerbowle heiß macht, können auch die Kinder mitsaufen. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir, ich sag's dem Viertel, jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche. Wenn mag es auch um 12 Uhr am Sudermannplatz oder rund um die Uhr im Internet www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss. Guten Abend.